Was bedeutet die Verschärfung der Düngeverordnung für deinen Betrieb? Vermutlich musst du in ein größeres Güllelager oder neue Gülletechnik investieren und je nach Region und Flächenausstattung steigen die Kosten für die Gülleabgabe nochmal deutlich. Aber was wäre, wenn du aus Scheiße Gold bzw. aus Gülle Geld machen könntest? Genau, denn für Biogasanlagen, die zum Beispiel Mais-Silage einsetzen, die ja in vielen Regionen knapp ist, haben die Feststoffe aus der Gülle einen hohen Wert. Denn ca. 2,5 bis 3 Tonnen Feststoff können eine Tonne Mais-Silage ersetzen. Ob sich das rechnet, berechnen wir gleich für einen Milchviehbetrieb mit zu wenig und einen mit ausreichend Fläche. Und am Ende des Videos erfährst du, wie einfach du das für deinen Betrieb berechnest. Denn unsere Vertriebsmitarbeiter unterstützen dich dabei gerne. Legen wir los. Der Anschaffungspreis für einen Separator beträgt ca. 30.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Nach 10 Jahren Nutzung unterstellen wir noch einen Restwert von 6.000 Euro und das können wir aber ändern. Die Fixkosten pro Jahr liegen also bei 2.400 Euro. Bei den variablen Kosten berücksichtigen wir ca. 2,5% vom Kaufpreis für die Wartung und unterstellen einen kalkulatorischen Zins von 1%, obwohl du den bei der Bank vermutlich nicht bekommst. Zusätzlich mietet der Beispielbetrieb einen Container für 1.200 Euro pro Jahr, weil er keine Betonfläche hat. Die Energie- und Arbeitskosten berechnen wir in einer einfachen Nebenrechnung. Der Strompreis liegt bei 23 Cent und wir brauchen 5 kW pro Stunde. Für die ca. 3.500 Tonnen entstehen bei dem Betrieb mit 100 Kühen und 60 GV Nachzucht 509 Euro Stromkosten pro Jahr. Die Kosten je Arbeitsstunde sind bei 25 Euro, denn du musst ja einen guten Stundenlohn erzielen, oder? Pro Stunde schaffen wir erfahrungsgemäß je nach Einstellung der Maschine 8 Tonnen und der durchschnittliche Arbeitsaufwand liegt bei 10 Minuten am Tag, denn du musst den Separator eigentlich nur starten und wieder ausstellen. Ob du jeden Tag oder nur zweimal pro Woche separierst, ist deine Entscheidung. Das macht dann 61 Stunden pro Jahr und kalkulatorische Arbeitskosten von etwas über 1.500 Euro. Die Gesamtkosten liegen also insgesamt bei 6.500 Euro pro Jahr. Nur wenn die Einnahmen durch den Kauf des Separators höher sind, rechnet sich der Kauf für dich. Was sind jetzt die Vorteile für unseren flächenknappen Betrieb? Bei seiner Güllemenge muss er bei 42 Hektar Eigenfläche ca. 3.834 Kilo Stickstoff und 1.176 Kilogramm Phosphat abgeben. Das sind umgerechnet 1.237 Tonnen. Dabei berücksichtigen wir die 170 Kilo N-Regel und eine erlaubte organische Phosphatausbringung von 90 Kilo pro Hektar. Den Wert können wir übrigens auch ändern. Bei einer Gülleabgabe von minus 10 Euro pro Tonne macht das minus 12.368 Euro. Und das tut schon weh, nicht wahr? So, mit der Separation erhalten wir 2.655 Tonnen Dünngülle mit 5,1% und 885 Tonnen Feststoff mit je nach Einstellung 15 bis 25% TS-Gehalt. Den Wert des Feststoffes für die Biogasanlage berechnen wir in einer kleinen Nebenrechnung. Die Produktionskosten für die Mais-Silage liegen bei 40 Euro pro Tonne, vermutlich eher höher. Wir brauchen ca. 2,7 Tonnen, um eine Tonne Mais zu ersetzen. Das macht also einen Wert von 14,8 Euro pro Tonne Feststoff für die Biogasanlage. Wenn die Biogasanlage den Transport übernimmt, ziehen wir diese Kosten noch ab. Von diesen 14,8 Euro ziehen wir nun 5 Euro pro Tonne Transportkosten ab, weil der Landwirt den Transport zur Biogasanlage übernimmt. Außerdem kann unser Beispielbetrieb 3.834 Kilo Stickstoff und 1.176 Kilo Phosphat nicht zurücknehmen und die Biogasanlage muss die Gülleabgabe übernehmen. Hier ermitteln wir rechnerisch den Aufwand für die Biogasanlage. In unserem Beispiel liegt dieser bei 10 Euro pro Tonne. Die Gülleabgabe beträgt also nur minus 0,2 statt minus 10 Euro pro Tonne. Das bedeutet dann eine um 12.220 Euro geringere Gülleabgabe. Und dieser Nutzen ist bereits deutlich höher als die Kosten pro Jahr von 6.560 Euro. Ein Hinweis noch, es besteht auch die Möglichkeit, die Liegeboxen der Kühe mit dem Feststoff einzustreuen. In diesem Fall würde der Betrieb zum Beispiel 100 Tonnen Stroh
im Wert von zum Beispiel 10 Euro pro Tonne einsparen. Auch diesen Effekt können wir flexibel berücksichtigen. Aber davon gehen wir jetzt nicht aus. So, den Nutzen der geringeren Gülleabgabe übernehmen wir jetzt auf die dritte Seite und betrachten weitere Vorteile der Gülleseparation. Unser Beispielbetrieb kann auf den Bau eines Güllelagers von 500 Kubikmeter verzichten. Bei einer Abschreibung von 20 Jahren spart er 2000 Euro pro Jahr. Die Dünngülle muss nicht extra aufgerührt werden. Der Verzicht auf das Rührwerk bringt 600 Euro pro Jahr. Die Dünngülle zieht beim Getreide und Gras viel besser in den Boden ein. Der Einsatz eines Schleppschlauchverteilers ist ausreichend und spart ca. 1000 Euro pro Jahr. Den Effekt der saubereren Grassilage lassen wir jetzt mal außen vor, obwohl das vielleicht sogar der wichtigste Aspekt für Milchviehbetriebe ist. Eine zusätzliche Ausbringung von 400 Kubikmeter Verdünnungswasser mit Ausbringungskosten von 2,5 Euro pro Kubikmeter sparen wir zusätzlich. Das bringt nochmal 1000 Euro pro Jahr. Und je nach Ammoniumanteil und Preis je Kilogramm Stickstoff sparen die geringeren Ammoniakverluste nochmal 746 Euro pro Jahr, weil du weniger Kass kaufen musst. Insgesamt kommen wir bei unserem Beispielbetrieb auf 17.566 Euro Zusatznutzen pro Jahr. Davon ziehen wir die jährlichen Kosten von 6.560 Euro ab. Unter dem Strich bleiben also 11.006 Euro pro Jahr. Nach 10 Jahren macht das dann 110.063 Euro. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein, nicht wahr? Deshalb machen wir dir folgenden Vorschlag. Wir korrigieren alle Daten und rechnen mit deinen Zahlen, ob sich das Ganze für dich rechnet. Alle Formeln sind transparent und nachvollziehbar. Wenn du dazu Fragen hast, erklären wir dir 1:1, was dahinter steckt. Entwickelt hat das übrigens Rainer Möller von der Firma Möller Agrarmarketing, also eine neutrale Person. Nenne uns einfach die Anzahl deiner Tiere und deine Fläche und du erhältst danach umgehend die erste grobe Kalkulation. Nur wenn es sich für dich lohnt, steigen wir danach tiefer ein und passen jeden Wert für deinen Betrieb so an, wie du es für richtig hältst. Wie schnell und einfach das geht, siehst du jetzt. Wir haben bisher für einen Betrieb mit zu wenig Fläche gerechnet. Jetzt ändern wir einfach die Fläche von 42 auf 65 Hektar und schau, was passiert. Der Betrieb muss keine Nährstoffe abgeben und kann alle Nährstoffe von der Biogasanlage zurücknehmen. Dadurch sinkt der Aufwand für die Biogasanlage, weil sie nicht die Nährstoffabgabe übernehmen muss. Der Feststoff ist dadurch 9,8 Euro pro Tonne wert. Das meine ich mit aus Gülle Geld machen. Unser Betrieb hatte keine Kosten für die Gülleabgabe, aber jetzt hat er 8.686 Euro Einnahmen. Die anderen Kosten und Nutzen sind identisch. Auch für den flächenstarken Betrieb kann sich die Investition leicht rechnen. Allerdings liegt der Gewinn nach 10 Jahren nicht bei 110.000 Euro, sondern nur bei 74.700 Euro. Das Allerwichtigste ist aber, eine Biogasanlage in deiner Nähe zu finden, die dir den Feststoff zu einem fairen Preis abnimmt. Wenn du jetzt nachrechnen willst, klicke auf den Link, den wir einblenden. Trage deine Tierzahl und Fläche ein und du erhältst umgehend einen ersten Wirtschaftlichkeitsvergleich. Dieser Service ist für dich 100% kostenfrei. Wir freuen uns auf deine Anfrage. Dein Team von Biogas Technik Süd.